In Marokko, wo fast überall Rassismus herrscht, will man sie nicht. Zurück können sie nicht. Und Europa ist so zu einer Festung ausgebaut, dass auch dieser Weg ihnen versperrt ist. Der mörderische Zaun ist mit rasiermesserscharfen Klingen versehen und das alles mit Geldern der EU. Dieser Draht wird von einem multinationalen Unternehmen hergestellt, das seinen Sitz auch in Berlin hat. Trotzdem versuchen die Flüchtlinge, ihn in einem gewaltsamen Ansturm immer wieder zu erstürmen. Ein Europa, das bewusst deutlich mehr als 30.000 Flüchtlinge in den Zäunen zu Melilla und Ceuta verbluten bzw. im Mittelmeer ertrinken lässt, müsste der Friedensnobelpreis entzogen werden. Es muss sofort ein Seenotrettungssystem, das den Namen verdient, ins Leben gerufen werden und legale Migration ermöglicht werden. Wir als reichstes Land der EU müssen erheblich mehr für die Flüchtlinge tun und das Wirtschaftssystem so ändern, dass es überall in der Welt gerecht zugeht. Deshalb mein Appell. Wir dürfen zu den gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die unseren Brüdern und Schwestern angetan wird, nicht schweigen. Wir wollen nicht, dass unser Wohlstand mit dem Leid von Flüchtlingen erkauft wird. Zu dem heutigen Tag ist Bassam bei uns. Ich werde einige Fragen an ihn stellen, damit wir erfahren, wie das Mittelmeer wirklich Menschen zu Tode bringt und wie er das erlebt hat. Er möchte sitzen. Bassam, wenn wir an Oktober 2013 denken, was kannst du uns dazu sagen? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie hier sind, dass Sie einen stillen Moment für alle Flüchtlinge, für Opfer, egal aus welchem Land, Marokko oder Syrien. Ich bin aus Syrien, sagt Herr Bassam. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie an unserer Stelle da sind und dass Sie vor uns da sind. Für mich und auch für meine Familie 2013, es war eine von den größten Katastrophen, die wir erlebt haben, auch für mich persönlich, meine Familie und auch für alle Syrer. Das war eine von den größten Katastrophen, die uns passierte und mit unseren Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa. Kannst du uns erzählen, was passiert ist genau? Ja, an dem Tag waren mein Bruder mit seiner Ehefrau mit 4 Kindern auf dem Weg nach Europa. Die waren für Libyen, nach Italien und die wollten wegnehmen nach Europa. Wie ich gesagt habe, meine Familie auf dem Weg nach Europa und dann ist ein Unglücklicher passiert, war auf dem Schiff waren, dann sind die ertrunken. Mein Bruder mit seiner Ehefrau, mit 4 Kindern und mit anderen Flüchtlingen aus Syrien und aus allen anderen Ländern. Die sind unterwegs, also auf dem Weg von Libyen nach Italien, ertrunken und das war eine größte der Katastrophen. Circa 350 Leute sind bis jetzt, wir wissen nicht, was ist mit denen passiert. Wir haben nur gehört, dass sie ertrunken sind. Und die Zahl der Flüchtlinge insgesamt waren 520 Flüchtlinge auf dem Weg. Waren die. 2014, Juli, bist du nach Deutschland gekommen und seit Februar lebst du im Wuppertal. Obwohl die Katastrophe mit deiner Familie passiert ist, hast du dich auch auf den Weg gemacht? Wie war das für dich? Eigentlich wollte ich auch mit meinem Bruder, mit meiner Familie zusammen von Libyen nach Italien und nach Deutschland einreisen. Aber durch unsere Schicksale und viele Sachen haben uns verhindert, wegen unserer Situation in Libyen war sehr, sehr schlecht. Keine Sicherung, keine Finanzierung, alles, keine Nahrung, alles war sehr schlecht. Deshalb mein Bruder wollte erstmal vor mir einreisen und als ich die Nachricht bekommen habe, das war sehr, sehr traurig und ich bin sehr enttäuscht. Aber trotzdem, ich habe mir zweimal überlegt, trotzdem habe ich mir gleichen Weg genommen. Ich wollte schnell wie möglich von Libyen weg. Durch die Situation war sehr, sehr schlecht, nicht besser als Syrien. Und dann habe ich gesagt, jeder Mensch bekommt sein Schicksal. Wir müssen auch schnell wie möglich weg aus Libyen. Und dann bin ich auch gleichen Weg durch den Meer nach Italien gekommen.
und dann nach Deutschland gekommen. 2014 im Juli bin ich in Deutschland angekommen. Die letzte Frage ist, viele Menschen sagen uns, wenn so viele Katastrophen passieren, so viele Menschen sterben müssen, warum gehen andere Flüchtlinge trotzdem diesem Weg? Kannst du uns das sagen, warum diese Menschen trotz dieser Gefahr übers Mittelmeer sich von Libyen oder an den Außengrenzen fortbewegen? Die Menschen suchen immer eine Flucht nach Europa, weil in unseren Ländern, in Syrien und in arabischen Ländern, besonders in allen Nahen Osten Ländern, das Leben ist ganz katastrophal. Die Menschen haben keine Perspektive, keine Sicherung. Das ist der allerwichtigste Punkt. Keine Sicherung in unseren Ländern. Wir sind nicht alles Mensch anerkannt. Wir haben keine Rechte. Alles ist sehr, sehr schlecht. Deshalb die Menschen versuchen, irgendwohin einreisen, besonders nach Europa, dass sie ein bisschen überleben, Rechte haben, Perspektive haben, ein bisschen Zukunft haben. Trotz dass die wissen, uns alles ist bekannt, es kann sein, dass wir unterwegs sterben, ertrunken, alles Mögliche mit uns passiert, aber trotzdem, wir wollen auch leben und Sicherung haben. Keine Sicherung in unseren Ländern, keine Menschenrechte. Dankeschön und herzlichen Beileid von uns allen im Namen der Flüchtlingsberatung auch. Dankeschön. Tausende von Menschen sterben im Mittelmeer auf der Flucht aus ihren Heimatländern und auf der Suche nach Zuflucht in Europa. Die viel zu lange andauernde, weitgehende Tatenlosigkeit, die man von Gleichgültigkeit kaum noch unterscheiden kann, ist ein Skandal, ein politischer und ein humanitärer. Wir hören die Zahl der Toten und vorstellen können wir uns das Leid und das Elend nicht. Das geht eher so wie eben, wenn wir von Einzelschicksalen hören. Und wir wissen, dass sich mit jedem Toten eine Katastrophe verbindet. Für die Familie, die Nachbarschaft, das Dorf, den Freundeskreis. Liebe Schwestern und Brüder, wir trauern und klagen ja nicht um die Opfer einer unabwendbaren Naturkatastrophe. Wir klagen und trauern um die Opfer einer verfehlten Politik. Es ist zum Gott erbarmen. Herr, lass meine Klagen vor dich kommen. Aber liebe Schwestern und Brüder, es darf doch nicht darum gehen, dass wir sagen, das Elend und das Leid der Flüchtlinge muss aus unserem Blickfeld verdrängt werden, sondern wir müssen die Situation der betroffenen Menschen verändern. Und wir wissen, kein noch so hoher Wall hält Menschen von einer Flucht ab. Je höher der Wall, umso mehr Opfer werden zu beklagen sein. Die biblische Unterweisung sagt uns, wie wir mit Fremden umzugehen haben. Wir knüpfen an die jüdischen Wurzeln, aus denen Jesus von Nazareth geschöpft hat. Er kannte das Gesetz der Bibel: Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken. Und er hat das noch bestärkt im Neuen Testament. Wir kennen alle diese Worte, wo er sagt: Was ihr getan habt an einem von meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Das heißt, er selbst steckt in den Menschen, die Hilfe suchen. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Oder vielleicht, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Zugespitzt gesagt, das christliche Abendland geht unter, wenn im Mittelmeer Tausende von zufluchtsuchenden Menschen ertrinken. Und es geht nicht unter, wenn in einer deutschen Kleinstadt Flüchtlinge und Fremdlinge untergebracht werden. Und mit jedem Bootsflüchtling, der aus Seenot gerettet wird, retten wir ein Stück von den Werten, die uns ausmachen. Und wir retten vielleicht auch unseren Glauben.